Topfgucker TV empfiehlt. Nun sind wir schon beim Hauptteil des Desserts angekommen. Das ist das Himbeer-Minz-Parfait mit Schokosplittern. Dazu schlage ich die Sahne steif und stelle sie erstmal kühl. Dann müssen wir die Himbeeren passieren. Das ist wichtig als Vorbereitung, denn die Kerne sind doch etwas störend. Beim Dessert, beim Eis, dann passieren wir das durch ein Sieb. Das ist ein bisschen Arbeit, aber die lohnt sich allemal. Da muss man auch ein bisschen Geduld haben, damit man auch wirklich das ganze Fruchtmark aus den Himbeeren auspresst. Oh. So, das dürfte reichen. Jetzt stellen wir das beiseite. So haben wir ein herrliches Himbeermark. Meine Minze habe ich ganz fein gehackt, also gewaschen, trocken getupft, fein gehackt. Ebenso meine Schokosplitter. Nun kommen wir zum eigentlichen, sogenannten Appellé. Das heißt, wir müssen die Eier aufschlagen zu einer cremigen Masse, und zwar im Wasserbad. So, dann müssen wir erstmal die Eier in unser Gefäß bringen. Ich schlage das extra auf, weil man das Ei halt dann immer nachgucken kann. Wenn man es schon gleich alles zusammenkloppt, dann sieht man vielleicht nicht, wenn da irgendwie es schadhaft ist. Also nehmen wir 3 Eier, den Zucker dazu. Und dann geht es auch schon los. Hier ist das Wasserbad. Ich nehme jetzt auch dazu mal elektrische Hilfe in Anspruch. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Wahrscheinlich Sie zu Hause auch. Aber nicht auf voller Stufe, sondern es wird so auf mittlerer Stufe jetzt aufgeschlagen. Dabei erhitzt sich das Ei. Wichtig ist, dass es sich auf mindestens 65 Grad erhitzt. Das ist natürlich schwierig, wenn man da keinen Temperaturzähler hat. Es geht darum, dass das Ei pasteurisiert und entkeimt wird. Das ist ganz wichtig für Eise und auch für Parfaits zum Weiterverarbeiten. Sicherlich, wenn Sie das jetzt innerhalb von einem Tag verbrauchen oder verarbeiten oder als Dessert präsentieren, wird es halt so sein, dass das jetzt nicht so wichtig ist. Aber für Vorratshaltung ist es schon wichtig. Sie sehen, das wird jetzt hier schon so ein bisschen schaumiger. Es muss auch richtig cremig werden, um ein hervorragendes Resultat auch beim Parfait zu erreichen. Das Volumen wächst jetzt auch, dass die kleinen Schaum, dass Luft in dem Schaum halt drin ist. Umso cremiger wird das dann nachher. Übrigens, wenn man diesen Vorgang, den wir hier jetzt machen, zur Rose abziehen, das wird wohl jeder schon mal irgendwo gelesen haben. Das wurde früher so gehandhabt, dass man die Eimasse über einen Kochlöffel laufen ließ und reinpustete. Und dann, wenn sich da Wellen bildeten, war das eben halt gut. Das ist natürlich unhygienisch, das macht man heute nicht mehr. Und na gut, man misst oder man hat es im Gefühl sehen. Jetzt ist die Masse richtig gut, die zieht sich vom Löffel. Da brauche ich auch nicht mehr reinpusten. So, somit hätten wir unser Appellé geschlagen. Das müssen wir jetzt auch kalt rühren nochmal. Das ist ganz wichtig, denn die steif geschlagene Sahne würde dann sofort schmelzen und auch unsere Schokosplitter würden schmelzen, wenn wir das jetzt heiß zusammenwürfeln würden. Also nehme ich das mal runter und rühre das nochmal ein bisschen kalt. So, während die Eimasse abkühlt, bereiten wir mal unsere Förmchen vor, wo wir das Parfait nachher einfüllen wollen. Ich zeige euch da mal einen Trick. Und zwar, Öl gefriert ja nicht, dann reibe ich die Förmchen mit Öl aus, um es nachher besser rauszukriegen. Dann kommt die Folie rein. Die ist natürlich jetzt sehr krumpelig und dann nehme ich Wasser. Ganz einfacher Trick. Beschwere die Folie so ein bisschen, schütte es rein. So, und schon können wir alles glatt ziehen, so wie wir das möchten. Und das passt sich dann auch wieder an die Form an. Im Übrigen muss man nicht unbedingt so eine Form haben oder diese Form. Man kann auch eine Kuchenform auskleiden. Die schneidet man dann in Scheiben, das Parfait, und drittelt das. Das sieht auch ganz gut aus. Also man muss sich nicht unbedingt mit solchen Profiformen ausstatten.
So, jetzt ziehen wir das mal ein bisschen glatt. Und hier habe ich das schon mal fertig, glatt gezogen, Wasser rausgegossen und dann einfach mit Papier so ein bisschen trocken getupft und schon sind die Formen vorbereitet. Inzwischen ist die Eimasse abgekühlt und nun geht das auch alles ganz schnell mit dem Parfait. Zunächst nehmen wir eine größere Schüssel, weil wir ja jetzt eine ganze Menge Masse zusammenfügen. Erstmal die Eimasse, die steif geschlagene Sahne kommt hinzu . Unten ist es ein bisschen flüssig, dann nehmen wir das halt einfach nicht mit rein. Das ist dann nicht so schlimm, ob das nun 400 Gramm oder 380 Gramm sind. Das ist nicht so wild. So, dann brauchen wir noch unsere Himbeermasse. Dann nehmen wir unsere Minze, unsere gehackte und unsere Schokosplitter. Dann heben wir das ganz vorsichtig unter, denn wir haben ja ganz viele kleine Schaumkügelchen sozusagen. Die wollen wir ja möglichst erhalten. Umso cremiger wird dann das Parfait am Schluss und dann heben wir es ganz, ganz vorsichtig unter. Man muss es jetzt auch nicht zu so einer ganz homogenen Masse verarbeiten. Man könnte da auch so eine roten Streifen eigentlich auch drin lassen. Sieht vielleicht auch ganz schön aus, wenn man das dann aufschneidet. So, ist das schon mal fertig. Jetzt nehmen wir unsere Förmchen. Und dann füllen wir die Förmchen auf. Das Parfait in der Form. Als Verschönerung mache ich jetzt immer noch mal so ein paar frische Himbeeren mit rein. Wenn man das aufschneidet, das sieht dann auch ganz schön aus. Ich lasse das erstmal sichtbar, damit ich auch weiß, wo ich die schon hingesteckt habe, die Himbeeren. Streichen das Ganze noch mal ein bisschen glatt. Klappen das zusammen. Und dann geht das Ganze in den Frost. Das Dessert lässt sich sehr gut ein paar Tage vor dem Ereignis, dem Essen, was wir veranstalten, lässt sich das sehr gut vorbereiten. Und Sie sind dann völlig entspannt, wenn Ihre Gäste kommen. So, das ist unser fertiges Dessert. Das Himbeer-Minz-Parfait mit Schokosplittern, schokolierten Früchten und schokolierten Minzeblättern. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachbereiten. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de